Andreas, es ist ab und an mal so, dass ich auf eine Baustelle komme und feststellen muss, dass bei der Fugenplanung doch nicht ganz aufgepasst worden ist. Wie machst du das? Ja, das ist leider so, aber ich kenne auch positivere Fälle. Also ich als Beratungsingenieur werde oft von Ingenieuren, Tragwerksplanern, Architekten und auch Bauunternehmungen gerufen, um im Vorfeld möglichst alles mal durchzusprechen, gerade die Bauwerksabdichtung, gerade die Details. Es ist ja leider so, dass der Architekt und der Tragwerksplaner sich nie ganz einig sind. Wem gehört eigentlich die Fuge? Wer ist für die Fugenabdichtung zuständig? Tragwerksplaner weiß natürlich genau, dass die Dehnfugenabdichtung und die Dehnfugenausbildung auf seinem Tisch liegt. Er muss die Kräfte, die Verformungen bemessen und muss die Dehnfugen zweifelsfrei angeben, so wie es auch die Vorschrift verlangt. Okay. Und jetzt wünsche ich mir immer, dass beide Parteien an einem Tisch sitzen, weil oft der Wunsch des Architekten mit dem Tragwerksplaner ein bisschen konträr ist. Aber dafür bin ich als Vermittler da und kenne auch die Fragen und die Befängnisse, die die beiden Parteien haben. Und schön ist, wenn dann schon entsprechende Projektzeichnungen vorliegen, dass man mal am speziellen Objekt loslegen kann. Und dort beginnen wir in der Regel mit den Dehnungsfugen. Und ich fange auch in der Regel an, von unten nach oben den Baukörper dicht auszubilden. Wir reden dann über die Dehnfuge, über die Arbeitsfugen, über die Anschlüssen. Aber ich rede auch parallel mit der Baufirma. Mhm. Was habt ihr für ein Schalsystem? Was habt ihr für ein Schalraster? Oder habt ihr lieber außenliegende Fugen in der Hand oder lieber innenliegende? Das kann man ja alles noch drehen. Wenn man rechtzeitig Zeit hat, wenn man rechtzeitig gerufen hat, kann man auch den Bauablauf wesentlich einfacher für die, die es bauen müssen, auch herstellen. Und da passieren schon wieder mindestens 20-30% der Fehler weniger, die du so siehst auf deinen Baustellen. Also ich kann für mich festhalten, du gehst bei deiner Beratung schon recht tief ins Detail. Richtig. Ich höre nicht mit dem Fugenband oder ich sage nicht, das Material ist dichter, das ist schlechter. Darum geht's nicht. Eine Fugenabdichtung entsteht aus Material, Einbau und auch einer fachgerechten Planung. Wenn ich irgendwas weglasse, geht's gar nicht. Das heißt, wenn ich am Anfang an später denke, an die Fuge, die irgendwann mal kommt, kann ich einen Sanierungsfall vermeiden. Da bin ich sehr gut beraten, wenn ich vorher schon an später denke. Und das ist leider bei der klassischen Fugenabdichtung immer der Fall, weil bevor der Beton fest wird, muss eine Hälfte des Fugenabdichtungselementes schon drin stecken. So kriegt der Kunde von dir eine vollumfängliche Beratung zu dem Thema Abdichtung. Richtig. Und er kriegt, wenn er mag, auch noch wirtschaftliche Empfehlungen, weil ich auch gerne mit den Ausführenden spreche. Weil ich auch gerne auf die Baustelle gehe und sage, du, das, was wir da besprochen haben, das musst du ja einbauen. Lass mir es dir auch erklären. Also ich nehme auch die Leute mit auf der Baustelle, die damit umgehen müssen. Ich lasse die nicht alleine. Zum Beispiel muss man an bestimmten Punkten das Schallsystem etwas modifizieren, etwas ändern, damit es eben passt. Oder ich gebe ihnen Tipps, wie befestige ich mein Fugenband? Oder wie ist mein Bauablauf? Wo mache ich meine Fugen hin? Weil ich kann diese ganzen Systeme nicht am Stück auf die Baustelle bringen. Nach 20 Metern ist in der Regel Schluss. Aber ich kann selber entscheiden, wo stückeln wir dann oder wo ergänzen wir dann die zusätzlichen Teile? Welcher Abruf muss zuerst kommen? Und das ist schon eine sehr spannende Sache, damit eben nicht zu viel Material ungenutzt auf der Baustelle rumliegt und eventuell verschmutzt, eventuell zerstört wird. Aber es muss so viel da sein, dass es für den Beton noch reicht, dass es wieder aus dem erhärteten Beton vom ersten Abschnitt rausschaut. Klar. Das heißt aber auch, als solches, jeder, der mit dem Abdichtungskonzept in Berührung kommt, da bist du bereit, unterstützend einzugreifen. Richtig.